So. Schön die Schuhe putzen. Ja. So muss das sein. Ja, die sollen heute richtig glänzen. Ah. Ja, richtig Schmuck sollen die aussehen. Nanu? Benedikt? Du putzt dir mal freiwillig deine Schuhe? Oh, hallo Gack. Ja, das kommt auch mal vor. Und ich mache das sogar gerne. Weißt du auch warum? Nein. Ganz einfach. Heute ist doch Nikolausabend. Und wenn man da seine Schuhe putzt und die dann über Nacht draußen vor die Tür stellt, dann kommt der Nikolaus und schiebt einem was in den Schuh. Und deshalb putze ich meine Schuhe heute ganz, ganz gründlich. Denn ich will ja auf Nummer sicher gehen. Moment, der Nikolaus, der steckt jemandem was in den Schuh? Nee, also ich glaube, das ist nichts für mich. Mit mir wurde schon so oft etwas in den Schuh geschoben, wo ich es gar nicht war. Nee, also, nee, danke. Ach nein, Gack, das verwechselst du. Etwas in den Schuh schieben, damit wird was anderes gemeint. Ich meine damit, der Nikolaus, der packt einem Süßigkeiten oder Früchte oder Nüsse in den Schuh. Oder auch mal kleine Geschenke. Weißt du, und deshalb, ne, ist es ja ein guter, triftiger Grund, sich wenigstens einmal im Jahr die Schuhe zu putzen. Ach so ist das. Ja, wenn das so ist, wie du sagst, Benedikt, dann sollte ich mir vielleicht auch mal wieder meine Schuhe putzen, nicht wahr? Ja, dann kannst du mir gleich mal deinen Putzlappen rübergeben und dann fange ich auch mal an, meine Schuhe zu putzen. Und wenn die dann richtig schön glänzen, dann stellen wir sie gleichzeitig beide vor die Tür. Ich frage mich nur, wo Gottfried noch so lange bleibt. Aber egal. Erstmal Schuhe putzen. Ich bin gespannt, was der Nikolaus uns so bringen mag. Ah, verdammt, wer stellt denn mitten in der Nacht seine Schuhe vor die Tür? Ah, ich sehe ja gar nichts. Was? Wie? Wo? Wer? Was? Benedikt! Benedikt! Wach auf! Wach auf! Ich habe etwas gehört! Das ist bestimmt der Nikolaus! Benedikt! Benedikt! Wach auf! Wach auf! Wach auf! Der Nikolaus! Benedikt! Wie, wer, wo, was? Brennt das Haus? Nein! Viel schlimmer! Schlimmer? Was soll denn schlimmer sein? Der Nikolaus, komm mal schnell gucken. Oh, ich glaube, er kommt rein. Oh, ich bin so neugierig, zum ersten Mal den Nikolaus zu sehen. Oh, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, Benedikt, Benedikt, das musst du sehen. Komm mal schnell. Oh, meine Güte, meine Knochen. Oh, wenn ich den erwische, der die Schuhe draußen im Dunkeln vor die Tür gestellt hat, das ist ja lebensgefährlich. Oh, Name Benedikt, Name Gack. Was schaut ihr denn so? Ist irgendwas? Sagt an, was ist los? Ach Mensch, Gottfried, du bist es nur. Ich habe gedacht, der Nikolaus wäre gekommen. Deshalb haben wir ja auch die Schuhe vor die Tür gestellt. Ja, und jetzt bist du das, ach Mann. Du hast mich richtig wach gemacht. Und jetzt kann ich. Was kannst du? Wie kannst du? Moment. Ihr habt die Schuhe draußen vor die Tür gestellt. Ah, ihr seid mir vielleicht welche. Aber stimmt, heute ist der Nikolausabend. Ich glaube, ich sollte meine Schuhe auch noch eben putzen und dann vor die Tür stellen. Ja, das werde ich machen. Gottfried, du bist mir schon einer. Naja, aber jetzt kann ich überhaupt gar nicht mehr einschlafen.
so aufgeregt, wie ich jetzt bin. Was machen wir denn da jetzt? Gott, Benedikt, hast du eine Idee, was wir jetzt machen könnten? Ich bin gar nicht mehr müde. Hast du da irgendeine Idee? Dir fällt doch sonst immer etwas ein. Mal nachdenken. Doch, allerdings. Also, Gottfried putzt eben seine Schuhe und wenn die dann sauber sind und er sie rausgebracht hat, dann erzähle ich uns allen eine schöne gute Nachtgeschichte. Dann können wir bestimmt auch wieder alle schlafen. Da fällt mir die Geschichte ein von Hoppel hilft dem Weihnachtsmann. Ja, ich denke, das ist genau die richtige Geschichte für den heutigen Abend. Ja. Na dann mal los. Hallo, na, seid ihr auch schon so gespannt auf Weihnachten wie ich? Heute in unserem Stück geht es darum, dass Hoppel eine Postkarte vom Nordpol bekommt. Darin oder vielmehr darauf steht, dass Hoppel umgehend zum Nordpol kommen soll, weil etwas Schreckliches passiert ist. Hoppel verabschiedet sich von Ottilie und düst los. Dort angekommen, erfährt er, dass der Weihnachtsmann verschwunden ist. Und das so kurz vor Weihnachten, das kann Probleme geben. Also dann lassen wir uns überraschen. Und nun viel Spaß bei dem Stück Hoppel hilft dem Weihnachtsmann. Ja. Na dann. Jungs, macht den Vorhang auf. Ja, hallo und herzlich willkommen in meinem Spielzeugladen. Ich bin's mal wieder, euer Meister Matuschek. Ja, ich merke, ihr seid nicht ohnehin hier heute zu mir gekommen, denn ihr erwartet sicherlich eine Geschichte. Nun, ihr wisst, ich erzähle immer nur Geschichten über Hoppel und Ottilie. Und jetzt ist es kurz vor Weihnachten. Ein Osterhase und der Weihnachtsmann? Doch, Moment, da fällt mir eine Geschichte ein. Also, es begab sich nämlich vor einiger Zeit, dass Hoppel und Ottilie eine Postkarte vom Nordpol bekamen, in dem drin stand, dass Hoppel umgehend zum Nordpol kommen sollte. Irgendetwas Wichtiges sei geschehen. Was da wohl los war? Naja. Lasst euch überraschen.